das ist halt so wie auch die vorherigen Spiele auch schon, dass wir in der ersten Halbzeit mehr oder weniger wieder zurückliegen, danach in der zweiten Halbzeit wieder hinterherlaufen. Das ist halt sehr anstrengend für uns auch natürlich. Müssen wir besser machen natürlich, aber ich sag mal, in der zweiten Hälfte kann man da nochmal anknüpfen natürlich. Ja, also es war ein super Spiel, finde ich, von beiden Mannschaften. Also bis zur 60. Minute fand ich uns klar besser. Aber ab der 60. Minute haben wir ein bisschen aufgehört, Fußball zu spielen. Also Ham United hat auf jeden Fall klar Druck gemacht. Hätten sich vielleicht auch das eine oder andere Tor verdient, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir uns die 3 Punkte verdient haben. Und natürlich, wenn sich eine Mannschaft da nochmal über 45 Minuten mehr oder weniger jetzt hinten nochmal reinstellt und dann versucht, uns auszukontern, ist das halt dann ist das halt einfach schwierig, da nochmal hinterher zu sein natürlich. Die Zielsetzung ist auf jeden Fall Aufstieg. Haben auch gute Transfers nochmal gemacht mit Fulcini an der Seite. Ich hoffe, dass die Verletzung nicht so stark ist. Aber ich denke, mit dieser Truppe können wir auf jeden Fall den Aufstieg schaffen. Ja, natürlich will man oben mitspielen, aber man weiß ja, man hat hier jetzt der Team hier gerade. Ein Sasel, der von letzter Saison halt relativ stark war, hat man auch nochmal im Hintergrund. Gibt es ganz viele Spiele, auch unangenehme Gegner wie jetzt SVNA, die waren auch nicht gerade jetzt schwach, würde ich sagen. Ansonsten, aber unser Ziel ist halt, so weit wie möglich oben mitzuspielen. So wie in der letzten Saison haben wir auch da super viele Punkte geholt, gerade in der Auswärtsbilanz, super toll. Kann man, wie gesagt, uns sieht man mehr oder weniger vorne.